Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Star Wars Knights of the Old Republic 2. Können wir uns hier nach dem Kampf noch ein bisschen umschauen? Hier haben wir noch ein paar Leichen und einen Rucksack. Was ist denn da Schönes? Credits. Detonationshandschuhe und Chemikalien. Du hast auch noch was bei dir? Mhm. Computersonde und Giftgranate. Ah, das sieht jetzt nicht so schön aus mit dem Wasser da. Gut, hier geht es dann wahrscheinlich weiter. Ich glaube, wir hauen aber erstmal die Viecher noch platt. So. Lebensentzug. Mit der Unruhe drauf. Echt eine ziemlich gute Sache, muss ich ja sagen. Na, du auch noch? Spart halt auch eine Menge Medipacks. Ich erledige das. Das wird nicht lange dauern. Na komm, triff mal. Das wird nicht lange dauern. Macht sie fertig. Gut. Der scheint ein bisschen stärker gewesen zu sein. Oder wir haben einfach schlecht getroffen. Granate, biegsamer Panzer. Okay. Auch gar nicht mal so verkehrt. Nun gut, dann gehen wir doch mal gucken, was hier noch auf uns wartet. Hoffentlich was Schönes. Ne. Wohl nicht so. Ja? Dann darfst du mal hier entschärfen. Und einen Geschützturm. Gucken, wann die anfangen, Stress zu machen. Weißt du was, geht du noch mal in den... Achso, du kannst nicht so gut schleichen. Ich glaube, du kannst aber ganz gut schleichen, genau. Geh mal in den Solo-Modus. Dann Tarnung. Warte hier. Und dann entschärfen wir hier mal eine Runde. So. Vielleicht kannst du dann noch irgendwie einen getarnten Angriff losschicken. Obwohl, können wir dann halt benutzen, wenn wir Türen aufsprengen. Die ganzen Minen, die wir jetzt hier eingesammelt haben. Okay, wir sind entdeckt. Alles klar. Dann ja, rennt ihr halt mal durch. Du kannst die noch mitnehmen. Gehen wir. Du bleibst aber schön hinten, oder? Ja. Immerhin einer der Punkte, was man ihm sagt. Wir können die auch zerstören, okay. Interessant. Wie gefällt euch das? Okay, ja. Einen hat's zerlegt. War jetzt aber auch nicht weiter verwunderlich. Gib mir mal Leben. Oder wir gehen einfach zur Ausgrabungsstätte weiter. So, dich könnten euch alle mal wieder... Ich habe keine Heilfähigkeiten, oder? Nee. Ja? Na dann können wir auch mal hier die Medipacks aufgebrauchen. Ah, guck mal. Sag einfach Bescheid. Das ist ja gut zu wissen, was ich umstellen kann mittlerweile.
Nee, du sollst auf Bergkampf gehen. So. Jawohl. So, sehr schön. Das ist ja auch neu. Vielleicht hilft das ja ein bisschen. So, dann haben wir euch mal ein bisschen geheilt. Können wir mal kurz speichern. Wir haben einen Wachtruin. Ich erledige von dem Angebot. Okay, hast du dich gerade gebeamt? Okay. Donina Chiwa, Kota Wind, Torka Nosha Watama. Noso Kopaputa, Brentaba Nin Sucho. Wenn ihr meint. Gib mir doch mal ein bisschen von deinem Leben. Und dann hauen wir dich platt. Könntest du mal noch eine Granate werfen? Dann hauen wir da mal drauf. Gehen wir! Okay, das hat schon mal gesessen. Die Frage ist, wo du jetzt hinballerst. Aber das sollte, denke ich mal, funktionieren hier. Ich habe noch mehr davon im Angebot. KI. Ja so. Bin ich gerade geheilt? Ja. Du bist gleich schon wieder down. Du hältst tatsächlich nicht allzu viel aus. Was ist los? Ach, das ist, glaube ich, Schilddrescher und nicht Schildbrecher. Habe ich mich die ganze Zeit verlesen, habe ich den Eindruck. Machst du mal was? Scheinbar nicht. So, du bist mal wieder down. Gut. Ich habe noch mehr davon im Angebot. Ja! Ja? Na dann. Können wir den Rest noch entschärfen. Ich glaube, es wird doch langsam wieder Zeit, dass wir einen mit Heilfähigkeiten da in der Gruppe haben. Was ist los? Du kostest mich eine ganze Menge Medikits, Kollege. Halt mal mehr aus. So. Ja, guck mal, ein paar Überreste haben wir noch. Zumindest ein paar Credits. Ja, jetzt wird es hier wieder ein bisschen kampflastiger, war die letzten Folgen ja nicht so. Also abgesehen von, wo wir die Exchange platt gemacht haben. Noch mehr Gewürm. Gucken, ob hier was ist. Nö. Na dann, sollen wir euch noch platt hauen? Da ist der Landeplatz. Dort müsste auch ein Terminal sein, auf das ich von hier zugreifen kann. Ich fürchte aber, dass wir uns den Weg freikämpfen müssen. Warum sagt ihr das? Wen haben wir denn da? Den Jedi. Sehr gut. Dann können wir uns die Sucherei sparen.
Karen Folt hat gesagt, du bist gefährlich. Vielleicht weiß er doch, wovon er redet. Er hatte recht. Das werden wir ja sehen. Du hast vielleicht ein paar meiner Jungs überrascht. Aber jetzt sehen wir, wie du wirklich kämpfst, Jedi. Angriff! Na dann, du bist der Anführer, genau. Dann kriegst du erstmal Lebensentzug und noch einen Lebensentzug. Dann ein wenig Unruhe. Du kannst dann hier mal Concussion-Granate werfen. Du ballerst doch einfach mal auf den hier drauf. Oh, wir hätten noch eine Ionengranate. Obwohl die wahrscheinlich ja besser gegen Tiere ist, aber egal. Dann werden die Dinger mal benutzt. Ich hab noch mehr davon im Angebot. Ich erledige das. Wir müssen wieder ein bisschen mehr saugen bei dem. So, einer wäre schon mal platt. Das ist doch schön. Der hat auch nicht mehr so viel. Geh mal von dem weg. Hau lieber auf den hier drauf. Und du ballerst weiterhin da drauf. Ja, sag einfach Bescheid. Ich hab noch mehr davon im Angebot. Wird gemacht. Ja. Wo willst du denn hin? So, du könntest dich dann mal um den Kollegen kümmern. Da ist ja noch einer. Ich glaube, da haben wir ein bisschen was zu kämpfen hier. Leider ist eine sehr kampflastige Folge hier. Was ist los? Ich hab noch mehr davon im Angebot. So, dann haben wir dich noch platt und dann sollte das oder oben sind noch Geschütze fürs erste Mal reichen. Scheinbar nicht, da sind sie noch mehr. Das wird nicht lange dauern. Ihr wolltet es ja so. So, den hat's mal wieder zerlegt. Das sind eine Menge Söldner. Und wir hätten auch die 500 Credits zahlen können, aber bisher geht's ja noch ganz gut. Müssen wir wieder zu zweit weitermachen. Ja, wie gesagt, ich mag keine Charaktere, die nicht gut im Kampf sind. Und der Kollege scheint wirklich nicht so hilfreich zu sein in Kampfsituationen. Ja! So, der nächste weg. Die sind jetzt aber auch auf uns aufmerksam geworden. Das könnte vielleicht doch knapp werden. Du nimmst dir mal ein Medikit. Haust noch eine Granate raus und dann wird hier noch weiter geballert. Hier könnten wir mal ein Schild reinhauen und dann auch mal da unten ein wenig Spaß haben. Na komm, greif an, geht doch. So, der wäre schon mal weg. Ich glaube, es könnte tatsächlich knapp werden hier. Machen wir nochmal Heilung. Du brauchst auch nochmal Heilung.
Zwar erstmal dringend Heilung. Und dann bitte hier, wie gesagt, mit den guten Sachen angreifen, nicht mit dem normalen Angriff. Ich höre. Ich glaube, wir helfen ihm mal. Der Schild macht sich aber gut. Muss ich zugeben. Er tut seinen Dienst. Schalten wir die am besten mal gemeinsam aus. Also zwei auf einen, dass sie schneller weg sind. Ich höre. Ah, sehr schön. Wir können auch wieder Leben entziehen. Ist doch schön. Dann halt bei dem. Spart mir die Kids. Gut. Dann noch den da oben. Okay, nicht gut, wir sind gleich zerlegt. Protzschild. Ich glaube, der allein packt's nicht. Unser Herr Etten. Ja? Okay, ich glaube, wir sind wirklich weg. Oder? Lebst du noch? So mehr oder weniger, wie mir scheint. Gut. Ach, das Ding ist noch da. Interessant. So, das wäre kaputt. Dann hauen wir da weiter drauf. Du kannst dir auch wieder ein bisschen Unterstützung geben. Ja, sollten wir dann hinkriegen. Wenn du mal treffen würdest. Oh, gut gemacht. Gut, das dürften jetzt alle gewesen sein. Dann rüsten wir uns mal noch aus. Mal zumindest ein Medikit wieder. Na du alter Humpler, du. So, was haben wir da noch? Da war ja auch noch was drin. Medikit-Ionengranate. Oh, das können wir mal lassen. Habt ihr denn irgendwas gedroppt hier? Scheinbar ja nicht. Jo, ich denke, das wär's dann hier. Dann können wir... Also kannst du gerade mal noch die Minen wegräumen. Da hinten ist wohl was gedroppt. Haben wir uns gleich noch an.
Und da unten scheint es weiterzugehen. Ich denke, das können wir dann über die Konsole da oben öffnen. Ach, guck mal. So, Überreste. Credits. Und ein Gewehr. Ein Disruptorgewehr. Nun gut, dann werden wir einfach in der nächsten Folge mal schauen, was wir noch weiter erledigen können. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und bis dahin, macht's gut. Und ciao, ciao.